Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela lehnt nun auch die Europäische Union eine Anerkennung der Wiederwahl von Nicolas Maduro ab. Die von der Wahlbehörde veröffentlichten Ergebnisse könnten nicht anerkannt werden, hieß es in einer Erklärung des Europäischen Rates. Zuvor hatten bereits mehrere Staaten, darunter die USA, Peru und Argentinien, offiziell den Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia als neuen Staatschef anerkannt. Maduro war offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahl Ende Juli erklärt worden. Er sicherte sich damit eine dritte Amtszeit. Bei vielen Menschen in Venezuela ist der bekennende Marxist unter anderem wegen der Wirtschaftskrise unbeliebt. Aus Sicht der Opposition steht fest, dass ihr Kandidat González Urrutia einen, so wörtlich, historischen Sieg errang. In Umfragen vor der Wahl hatte González Urrutia vorne gelegen. Auch international gab es Kritik bis hin zu Betrugsvorwürfen.